Ich dachte, ich zeige euch mal, was ich mir für meine neue, in Anführungsstrichen, Haarfarbe gekauft habe, um die aufrechtzuerhalten. Und zwar habe ich mir zum einen dieses Purple Toning Shampoo von, ich denke, es heißt Onyx, aber ich kann es euch nicht genau sagen, geholt. Ich selber habe das noch nicht ausprobiert, es wurde mir aber empfohlen. Und ja, wenn ihr mit den Produkten, die ich euch heute in dem kleinen Haul zeige, Erfahrung habt, schreibt mir das super gerne mal. Wenn ihr Interesse habt an einer Review von den Produkten, die ich euch jetzt hier zeige, dann lasst mich das auf jeden Fall super gerne wissen. Für den zweiten Step habe ich mir diesen Kristin S. oder Christine S. The One Signature Conditioner geholt. Meine Haarstruktur ist sehr kraus, nenne ich es mal. Und da ist es immer super für mich, mit einem Conditioner zu arbeiten. Gerne auch nach der Maske, als auch bei jeder Haarwäsche. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie dieses Schätzchen ist. Auch das wurde mir empfohlen. Ich kenne es noch nicht. Ich bin super gespannt. Dann habe ich mir diese Vella Professional Fusion Mask geholt. Silk Steel. Ich bin gespannt. Die ist für extrem geschädigtes Haar. Und ja, die dachte ich, probiere ich jetzt einfach mal aus. Die war so mittelpreisig. Ich habe sie ein bisschen günstiger bekommen, weil sie gerade im Salé war. Und ja, auch da bin ich wahnsinnig gespannt, was sie mit meinen Haaren macht oder eben auch nicht. Und dann habe ich mir auch nochmal dieses für mich neue Elvital Öl Magique Midnight Serum geholt. Ich kaufe mir in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen immer gerne eins von diesen L'Oreal Ölen. Ich muss sagen, ich finde die solide für die Drogerie. Ich finde die versiegeln schön, die riechen angenehm und ich habe auch das Gefühl, dass sie eine gewisse Pflegewirkung haben. Und ja, dieses hier kenne ich jetzt noch nicht. Ich werde es nicht nachts verwenden, sondern ganz normal wie jedes Haaröl auch. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das meinem Haar und mir gefällt. Wie gesagt, lasst mich super gerne wissen, ob ihr die Produkte kennt, habt ihr sie ausprobiert, was ist eure Meinung? Und ja, dann wünsche ich euch erstmal einen ganz tollen Tag.